Ivan, herzlichen Glückwunsch. Ein perfekter Tag, oder? Ja, auf alle Fälle. Also super Start für das ganze Team. So haben wir uns das vorgestellt. Wir sind positiv in den Tag hineingegangen und war super und wir freuen uns alle sehr. Du hast eigentlich auch nur einen kleinen Hänger gehabt, kann man sagen, in deiner Partie gegen Nastia Kolar. Aber da musste man aufpassen in der Partie, glaube ich. Ja, auf alle Fälle. Ich kenne sie natürlich sehr gut, weil sie bei uns trainiert hat lange Zeit. Aber ich denke, ich habe ein gutes Match gespielt, sehr aggressives Tennis gezeigt und am Schluss ist noch mal ein bisschen eng geworden, doch viel Risiko genommen, aber mit einem glücklicheren Ende und darüber freue ich mich sehr. Tut gut, dass du deine Fettkapillanz, die sich leider gar nicht so gut liest bis jetzt, mal ein bisschen aufbesserst, oder? Ja, auf alle Fälle. Also das freut mich und ich versuche jeden Tag mein Bestes zu geben und für die Mannschaft ja, mein Bestes zu geben und zu kämpfen und dann schauen wir, was am Ende dabei rauskommt. Wie fühlt es sich an für dich, dass du jetzt mal hier quasi als Teamleaderin bist? Das war in den vergangenen Jahren ja nicht so der Fall, ne? Ja, es fühlt sich gut an. Ich bin natürlich sehr stolz, was jetzt in der letzten Zeit alles passiert ist. Aber es ist eigentlich egal, ob ich jetzt die Nummer 1 oder Nummer 4 im Team bin. Ich versuche mein Bestes zu geben und es hat jeder einen ganz wichtigen Stellenwert hier und so soll es eigentlich auch sein. Und Wie siehst du den Wechsel von Jürgen Waber zu Clemens Trimble als neuen Fed-Cup-Kapitän? Wie bist du dieser Nachricht überhaupt, wie hast du die aufgenommen? Eigentlich sehr positiv. Ich kenne den Clemens jetzt doch schon einige Zeit und ich habe ihn jetzt ein bisschen besser kennengelernt. Ich finde, er macht sehr gut. Ich fühle mich sehr wohl, wie er mit uns arbeitet und auch wie er auf der Bank ist. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Team und da kann man sich wirklich wohlfühlen. Der Auftakt ist also gelungen. Jetzt wartet Israel. Shahar Peer war zuletzt nicht sehr gut in Form, sagen wir, aber keine leichte Aufgabe, oder? Auf alle Fälle. Es ist keine leichte Aufgabe, aber ich versuche mein Bestes zu geben. Versuche mich wieder sehr gut vorzubereiten und werde noch mit meinem Trainer sicherlich die Taktik für morgen besprechen und dann werde ich mein Bestes geben und Spaß haben und versuchen, den Punkt für Österreich zu holen. Generell muss man ja sagen, ist es nicht so ein leichter Weg hier hinauf, wieder in die Weltgruppe 2. Würde jetzt in Wahrheit wahrscheinlich 5 Siege in Folge benötigen. Muss man da am Modus ein bisschen feilen im Fed Cup? Ja, ist auf alle Fälle nicht leicht. Aber ich denke, es ist möglich und wenn wir uns alle ja, unser Bestes geben, dann denke ich, ist vieles drinnen und wir müssen positiv denken und uns Tag für Tag konzentrieren und dann schauen wir, was da rauskommt. Danke dir, Yvonne. Dann viel Glück Danke. für morgen.